Kulturhauptstadt Europas. Marburg ist aber auch das Zentrum der noch etwa 2000 deutschen Altösterreichern, die in Slowenien leben. Vor allem in Vereinen bemühen sie sich, das Erbe aus der Monarchie zu pflegen. Die deutschen Altösterreicher sind bis heute nicht als Minderheit in Slowenien anerkannt. In Slowenien gibt es zwei anerkannte nationale Minderheiten. Die Ungarn im Übermurgebiet und die Italiener, die vor allem in Piran und an der Küste siedeln. Beide Gruppen haben umfassende Rechte vom Schulunterricht über jenen Abgeordneten im Parlament bis hin zu eigenen Medien. Nach der Volkszählung 2002 gibt es etwa 6000 Ungarn, 2000 Italiener und auch etwa 2000 deutsche Altösterreicher, die vor allem im Raum Marburg, in der Goce und in Zilli siedeln. Besonders aktiv ist der Marburger Frauenverein Brücke, der jede Woche auch Sprachkurse für seine Mitglieder durchführt. Doch die Aktivitäten gehen noch viel weiter. Dann haben wir am Dienstag Werkstätten, so Sprachwerkstätten für Kinder. Am Donnerstag haben wir Computerkurse für Senioren und Mal- und Zeichenkurs. Und dann am Abend übt unser Kammerchor Hugo Wolf natürlich das Singen. Zwischen Slowenien und Österreich besteht ein Kulturabkommen. Aus diesem Titel erhielt der Verein Brücke 2010 1.200 Euro und in diesem Jahr 4.000 Euro. Doch sein Bestand wäre ohne Hilfe durch die Bundesländer Kärnten und Steiermark und durch das Außenministerium unmöglich. Entscheidend wäre aber die Anerkennung als Minderheit in Slowenien. Wenn wir anerkannt würden, würden sich auch jüngere Leute als Deutsche bekennen. Aber jetzt haben alle Angst um ihre Karriere, um ihr Ansehen, weil ein Deutscher zu sein in Slowenien, das ist noch immer nicht was Positives. In der Endphase der Ortstafelverhandlungen erörterte Bundespräsident Heinz Fischer bei seinem Treffen mit Staatspräsident Danilo Türk in Slowenien auch das Thema der deutschen Altösterreicher. Für eine Entkrampfung der Beziehungen ist auch die slowenische Historikerin Tamara Grissa-Pečar. Sie hat jüngst ein Buch über die wechselvolle Geschichte Marburgs veröffentlicht. Ich denke, das hätte man schon viel früher anfangen müssen. Schon sofort, als Slowenien selbstständig wurde, hätte man diesen ganzen ideologischen Ballast ablegen müssen, nicht? Die beiden Völker haben sich ja hier auf diesem Gelände viel angetan. Doch heuer ist sogar der Christbaum in Marburg ein Geschenk des Landes Kärnten. Und eine rechtliche Besserstellung der Altösterreicher sollte nun eigentlich möglich sein, weil mit dem Ortstafelkompromiss wohl kein Grund mehr für slowenische Urängste besteht.